Herzlich willkommen zurück zu Runaway 2. Ja, wir sind wieder mit Brian unterwegs und ich habe ein paar Hinweise in den Kommentaren bekommen. Vielen, vielen Dank nochmal dafür. Zum einen soll ich hier irgendwo am Eingang des Flugzeugs eine Glasscherbe übersehen haben. Lichtstrahl. Ich weiß nur nicht, von welcher Seite war das hier. Ah, hier sehe ich es schon. Ein Stück aus dem kaputten Fenster dort. Aha. Ich laufe ungern mit scharfem Glas durch die Gegend, aber vielleicht kann ich die Scherbe noch gebrauchen. Könnten wir Vorsichtig, theoretisch. ich will mich nicht verletzen. Wow. Könnten wir theoretisch versuchen, damit das aufzubekommen? Damit würde ich gar nichts erreichen. Okay, das nicht. Aber ich weiß noch nicht, wofür ich die Glasscherbe habe. Könnte man was basteln? Damit würde ich gar nichts erreichen. Ja, ich verstehe. Also dann. Was versteht er? Fertig. Ich habe es so lang wie möglich gelassen. Aha, wir haben jetzt dieses Gummiband. Ein gutes, widerstandsfähiges Gummiband. Ich glaube, es wird lang genug sein. Sag mir jetzt nur noch für was. Gute Idee. Aber es wäre besser, wenn ich den Ast zuerst abschneide, um ihm die passende Form zu geben. Können wir vielleicht irgendwie so eine Schleuder machen oder so? Er sagt, ich muss das auch zurechtschneiden. Ja, ich gebe ihm lieber die passende Form. Könnten wir theoretisch den Lemur. Geschafft. Ja, Der ist mir doch genau. vortrefflich gelungen. Jetzt hat er die perfekte Form und Größe. Und dann bräuchten wir ja eigentlich nur noch einen Stein oder so, ne? Dann versuchen wir es mal. Wir könnten den abschießen. Geschafft. Das nenne ich eine hervorragende Schleuder. Okay, wir haben jetzt eine Schleuder. Die ist selbstgemacht, aber ich glaube, sie wird ausreichen. Gut, den Das hat Hund wenig Sinn. damit hinschmeißen. Whiskyflasche. Damit würde ich gar nichts erreichen. Aber womit sollen wir Die dann. Idee gefällt mir nicht. Okay, ich lasse das erstmal. Vielleicht finde ich ja noch was. Wir haben die Brille. Okay, na gut. Ich habe keine Ahnung. So, aber wir können immer noch nicht das Gepäckfach öffnen. Können wir noch mal hier reinschauen? In Ordnung. Vielleicht Mal findet er da ja sehen. irgendwie einen Stein oder so. Oder ein Ball oder irgendwas so in der Art. Im Moment sehe ich nichts weiter, das mir nützlich sein könnte. Und nein, mir ist egal, ob ich es später noch brauchen könnte. Ich bin doch keine Beutelratte oder gar Spieleredakteur. Hier sind eigentlich ganz viele Steine auf dem Boden. Vielleicht ist einer davon meiner. Warte mal, wir haben hier ansonsten noch das Feuer. Der ist es auch nicht. Wir haben noch diese Tragefläche. Können wir da irgendwas rauskratzen? Das hat wenig Sinn. Nein, können wir nicht. Irgendwie eine Liane, warte mal. Da hat er gesagt, geht's nicht lang, ne? Ah ne, das ist der Lichtstrahl. Weiß ich nicht. Okay, versuchen wir es nochmal mit dem Lemur. Schon wieder der kleine Mistkerl. Hey, du Mistvieh! Wehe, ich erwische dich! Er ist ja immer hier, ne? Ich weiß nicht, ob es etwas zu bedeuten hat, aber jedes Mal, wenn ich hierher komme, treffe ich den Lemuren. Ich sehe nichts Merkwürdiges. Ich gehe davon aus, dass der Lemur aus reinem Zufall immer hier ist. Hä? Reiner Zufall? Also wir könnten theoretisch das Ding hier hin machen, oder? Nein, können wir nicht. Oder? Hey, das ist eine interessante Idee. Vielleicht beschäftigt sich der Lemure mit dem Hündchen und lässt mich dann in Ruhe. Dieser Platz ist gut.
Der Felsen verdeckt mich, und da der Lemure seinerseits in den Bäumen lauert, wird er nicht sehen, dass ich das Hündchen hier lasse. Ich möchte nicht, dass er Verdacht schöpft und aus Angst nicht aus seinem Versteck kommt. Mhm. Fertig. Ich verstecke mich hier hinten. Trinkt er das Wasser jetzt? Ja, gib noch mehr, ne? Oha. Hallo? Toll. Was ist das für ein aggressives Ding? Ernsthaft jetzt? Versenkt. Der blöde Affe hat vielleicht Nerven. Es wird nicht leicht, den loszuwerden. Ja, toll. Und jetzt, wir haben das Ding nicht mehr. Ich weiß nicht, ob es etwas zu bedeuten. Aber heißt das vielleicht... Ich muss unweigerlich an Tarzan-Filme denken. In den Filmen enden grundsätzlich mehrere Bösewichte im Treibsand. Ich stecke die Hand nicht nochmal in den Matsch. Aber das heißt, es ist nichts passiert. Ich habe was falsch gemacht, ne? Wartet mal. Warte. Kann ich mir 9 holen? Ja, ich nehme noch eins. Alles klar, also ich muss irgendwie herausfinden... Ich hoffe, es endet nicht auch im Treibsand. Ja, das hoffe ich auch. Warte mal. Ja, das geht. Ich habe genug Wasser, um mehrere Hündchen aufzufüllen. Sehr gut. Wenigstens das. Fertig. Das letzte Mal hat es nicht viel genützt, aber vielleicht geht es diesmal besser. Könnte... Ist denn... Ich begreife nicht. Ich auch nicht. Oder... Das wäre keine so gute Idee. Okay. Gut. Lass mich überlegen. Gehen wir wieder dahin. Was war nochmal hiermit? Können wir den anzünden? Mir fällt nichts ein. Nee, ne? Okay. Dann war da noch was mit dem Fernglas? Warte mal. Schon wieder der kleine Mistkerl. Hey, du Mistvieh. Wehe, ich erwische dich. Lass mich einmal kurz schauen. Kann ich das irgendwie beobachten? Das hat wenig Sinn. Nein, kann ich nicht. Das hat wenig Sinn. Es gibt hier diese umgestürzten Bäume. Ich weiß nicht. Kann ich eigentlich hier... Nee, das ist nur der Vorsprung. Es sieht ziemlich alt aus und hat nicht gerade Taschenformat. Kann ich was damit machen? Es sieht ziemlich und hat... Damit würde ich gar nichts erreichen. Mir fällt nichts ein. Damit würde ich gar nichts erreichen. Das als Munition funktioniert auch nicht, ne? Das ist ja ein Ding. Warte mal. Das hat wenig Sinn. Nein. Er will das auch nicht irgendwie einsetzen, ne? Treibsand, geh mal in die Richtung. Hier ist nur der Vorsprung. Und da oben kann er nicht hin, ne? Ich kann auch nicht irgendwie... Wenn ich den Vorsprung dort erreichen würde, käme ich bestimmt aus dem Dschungel heraus. Das ist viel zu gefährlich. Ich suche lieber einen anderen Weg dorthin. Der liegt über dem Treibsand. Kann ich das irgendwie benutzen? Damit würde ich gar nichts erreichen. Ich werde nicht viel erreichen, wenn ich mich nur mit Wurfübungen beschäftige. Aber wo soll ich denn einen Stein herkriegen oder so? Da ist der Treibsand.
Da drauf kann er nicht, ne? Weil das funktionierte ja nicht. Gestürzter Baum. Ich kann nur den Vorsprung betrachten, aber jetzt mit Fernglas funktioniert das auch nicht, ne? Nein. Ach, Junge. Was mache ich da? Oder ich lege da eine Glasscherbe hin, was sehr viel Sinn. Das hat wenig Sinn. Nee. Kann man das da hinlegen? Das hat keinen Sinn. Den Whisky da reinfüllen? Das hat wenig Sinn. Nee. Damit würde ich gar nichts erreichen. Ich versuche einfach alles aus, weil was anderes kann ich da auch nicht machen. Damit würde ich gar nichts erreichen. Die Idee gefällt mir nicht. Nein. Mir fällt nichts ein. Warte mal, das ist ein anderer Baum. Der liegt über dem Treibsand. Nee, das ist der gleiche. Der liegt über dem Treibsand. Der ist es nicht. Das ist der Felsen. Du. Ich habe das Gefühl, mir fehlt noch was. Hier haben wir die Lupe. Könnte man noch... Nö. Hier war jetzt auch nichts. Das sind die Lichtstrahlen. Wir haben noch diese Tragefläche, ne? Sie hängt zwischen den Bäumen. Die Tragfläche kann jede Sekunde weiter runterfallen. Vielleicht können wir da noch was zu machen. Nahe möchte ich nicht rangehen. Ich habe keine Lust, sie auf den Kopf zu bekommen. Aber kannst du irgendwie mit der Schleuder was machen? Warum sollte ich das tun? Junge, sag du es mir. Nein, in der Richtung werde ich den Dschungel nie verlassen können. Hier von außen war ja dann tatsächlich wirklich nur hier das Ding. Könnte man... Ich glaube nicht, dass es funktioniert. Auch nicht. Okay, dann geh wieder rein. Puh, wir haben hier lauter dieser kleinen Viecher. Ich glaube, ich bin da auf jeden Fall auf dem richtigen Weg, aber ich übersehe etwas, definitiv. Hier waren die Teile. Da komme ich nicht ran, ne? Mit der Schleuder ging das auch nicht, ne? Ich weiß nicht. Nee. Mit der Glasscherbe ging es auch nicht. Gut, dann komm mal hier hin. Hier ging auch nichts, da geht's nur noch ins Kopf. Warum habe ich mich nur dazu überreden lassen, diese Maschine zu besteigen? Da waren ja nur die Broschüren drin, nichts, was wir... Dann war da noch der Hebel. Die Vorderluke wird sich nicht wieder schließen. Wegen der Haarklammer. Kann ich die Klammer, konnte ich jetzt nicht wieder zurücknehmen, ne? Die lasse ich lieber, wo sie ist. Solange sie den Hebel blockiert, bin ich sicher, dass die Vorderluke offen bleibt. Haben wir die Wackelfigur? Nein, die das macht mich nervös und ich weiß... Der wollte die nicht mitnehmen. Wir haben sonst noch den Hebel. Der war aber blockiert. Es ist leer. Da war nichts mehr drin. Der Steuerknüppel bewegt sich nur mit dem einen mit. Und hier haben wir nur praktisch... Da steht nur eine schmutzige... Die Thermoskanne. Sonst auch nichts. Können wir das damit... Ich begreife lassen? Nicht. Ja, vielleicht irgendwie so drum machen oder so und ziehen. Keine Ahnung. Die Idee gefällt mir nicht. Das würde nicht funktionieren. Damit würde ich gar nichts erreichen. Okay, das geht nicht. Damit würde ich gar nichts erreichen. Nee, das wollte ich auch gar nicht. Ich wollte mit der Glasscherbe austesten. Die Idee gefällt mir nicht. Damit würde ich gar nichts erreichen. Damit würde ich gar nichts erreichen. Okay. Die Idee gefällt mir nicht. Nee, ich bin wieder auf dem falschen Dampfer, merke ich.
Oh, ich dachte, ich komme schon voran, aber nein, 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 nein. Das Ding, ne? Das Gepäckfach. Ich dachte, mit der Glasscherbe könnte das funktionieren. Jetzt sind wir wieder hier. Die Lichtstrahlen irritieren mich auch so. Wir müssen irgendwas da machen. Das ist mir schon klar, mit dem Lemur. Mit dem Viech. Schon wieder der kleine Mistkerl. Hey, du Mistvieh, wehe, ich erwische dich. Und wenn wir das mit dem Kleinen, dann schmeißt er den weg, ne? Ich muss den irgendwie... Das wäre keine so gute Idee. Das wäre keine so gute Idee. Irgendwas. Warum sollte ich das tun? Ich begreife nicht. Damit würde ich gar nichts erreichen. Die Idee gefällt mir nicht. Das wäre keine so gute Idee. Mir fällt nichts ein. Nee, es funktioniert einfach nicht. Damit würde ich gar nichts erreichen. Ich begreife nicht. Ich teste jetzt einfach alles. Die Idee gefällt mir nicht. Das hat wenig Sinn. Nein. Das würde nicht funktionieren. Dass er sich den Vorsprung auf mich anschauen will, ne? Damit würde ich gar nichts erreichen. Ich konnte das auch nicht irgendwie irgendwas damit machen, ne? Das irritiert mich so. Testen wir nochmal. Na gut. Ich habe wohl nichts zu verlieren. Dritter Versuch. Vielleicht funktioniert es diesmal besser. Eigentlich der zweite, oder nicht? Fertig. Ich verstecke mich hier hinten. Warte mal. Ich habe da jetzt Wasser reingemacht, ne? Und der hat das ja getrunken. Könnte ich da Alkohol reinmachen? Der trinkt das. Und will dann mehr haben. Ich probiere das jetzt mal aus, ob das geht. Aber ich glaube, ich habe das schon mal ausprobiert, oder? Mit dem Alkohol. Weil theoretisch, wenn er Alkohol trinken würde, würde er vielleicht ausrutschen und hinfallen in den Treibsand oder so. Ich meine, nicht, dass es so grausam wäre, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Das Mistvieh kennt einfach alle Tricks. Gut, geh mal zurück, wir testen das jetzt. Ich habe eh nichts Besseres hier zu tun. Testen wir aus, wir haben alle Zeit der Welt. So, nimm mal das neue Hündchen. Ja, ich nehme noch eins. Ich hoffe, es endet nicht auch im Treibsand. Joa, wir haben genug davon. Testen wir. Nehmen den Whisky, bitte schön. Ja, das könnte eine hervorragende das hat Idee funktioniert. Sein. Schon geschehen. Ich habe ihn bis zum Rand aufgefüllt. Perfekt. Ha. Los geht's. Hier, kleiner Lemur. Ich habe etwas für dich. Was Leckeres zu trinken. Schon wieder der kleine Mistkerl. Hey, du Mistvieh. Wehe, ich erwische dich. So, zack, zack. Bitteschön. Gut. Mal sehen, ob der blöde Affe den Whisky austrinkt, wie vorher das Wasser. Fertig. Ich verstecke mich hier hinten. Na? Er sieht uns? Aha, aha, aha. Na dann trink mal. Funktioniert? Okay, es hat funktioniert. Ich sehe schon. Wow. Oh, diese Wohl Lache. Nicht so ein standfester Trinker, was, Freundchen? Die Witze sind dir wohl ausgegangen, Kumpel. Der ist K.O. Ich werde dir nicht wehtun. Aber um sicherzugehen, dass du mir keine weiteren Probleme machst, nehme ich dich mit. Echt jetzt? Und wehe, du kotzt mir in die Tasche. Und das Kaputthündchen kommt natürlich auch mit.
Sehr gut, Kaput. Braves Hündchen. Wirklich nützlich, so ein Teil. Ich weiß noch, ich glaube, ich habe auch so ein Ding. Entweder eine Freundin von mir hatte das oder ich hatte das. Ich kann mich nicht erinnern. Ich weiß nur, das war so ein Hündchen, so ein kleines. Und es hatte so dieses Kläffen von dem Hund, bevor der da gepinkelt hat, war so in so einer hohen Tonlage, dass das furchtbar nervig war. Das weiß ich noch. Nichts wie los. Wenigstens muss ich mir diesmal keine Sorgen wegen des Lemuren machen. Ja. Bitte nicht reinfallen, bitte nicht reinfallen. Oh. Wow. So hoch hätte ich das nicht hingekriegt. Endlich. Ja, endlich. Sehe ich auch so. Gut, dann schauen wir uns einmal um, was wir hier so Schönes finden. Also die Schleuder haben wir hier noch gar nicht gebraucht, ne? Boah, es ist viel Gestrüpp. Hier geht's wieder runter. Treibsandzone hinab. Ach so, okay. Aha, aha, aha. Hier ist... Ich bin wahrscheinlich wieder ein bisschen zu schnell, aber ich prüfe erstmal nur, ob sich irgendwie da was tut. Aber anscheinend nicht. Geh mal weiter. Da ist nichts. Ich kann auch keinen der Steine mitnehmen oder so. Endlich bin ich aus dem verdammten Dschungel raus. Jetzt werde ich... Oh nein... Vom Regenwald in die Traufenschlucht. Diese Hängebrücke. Da bekomme ich ja schon von hier hinten Angst. Oha. 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 Die Schlucht ist ziemlich tief. Da hinunterzukommen ist schlicht unmöglich. Falsch. Hinunterzukommen ist ein Klacks. Aber hinauf kommt man danach nur mit Flügeln, Harfe und Gewand. Ich hab's geahnt. Die einzige Möglichkeit ist tatsächlich, die Brücke zu überqueren. Okay, aber schauen wir noch mal kurz, ob hier was ist. Nee, ne? Hier war jetzt nichts. Wir betrachten erstmal die Brücke. Je länger ich sie betrachte, desto weniger Lust habe ich, sie zu überqueren. Die hält ganz bestimmt nicht. Oh, nee, ich könnte das auch nicht. Baufällige Brücke. Überqueren auf eigene Gefahr. Nein, ne? Nein. Ich bin doch nicht verrückt. Nachdem ich das gelesen habe, überquere ich sie nicht. Ja, aber was willst du sonst machen? Überquere bitte. Sehe ich aus wie ein Selbstmörder? Nein. Es scheint zwar der einzige Weg zu sein, aber soll ich das wirklich riskieren? Ja. Das Leben ist kein Computerspiel. Doch. Da kann man den größten Blödsinn ungeschehen machen, indem man von vorn beginnt. Genau. Das wäre jetzt meine... Oh, da sind Vögel, ne? Was machen wir denn da? Können wir mit dem Fernglas was gucken? Das würde nicht funktionieren. Da hinten? Einverstanden. Ah. Okay, aber da ist ja auch nicht wirklich was, ne? Obwohl doch, da geht's runter. Keine Frage. Vom anderen Ende der Brücke aus kann ich zur tiefer gelegenen Seite der Insel absteigen. Hm. Na dann geht's. Sehe ich aus wie ein Selbstmörder? Ach, Junge. Können wir das kaputt machen? Warum sollte ich das tun? Weiß ich doch nicht. Können wir den Lemuren da rüber schicken? Das wäre keine so gute Idee. Will er auch nicht. Whisky haben wir auch schon benutzt. Uns hat im Grunde das Fernglas nicht wirklich was gebracht, ne? Ich begreife nicht. Die Schleuder kann ich da auch nicht. Ich begreife nicht. Kann ich das Ding abmachen? Sehr komisch. Naja. Ich glaube, von dort aus kann man ohne Schwierigkeiten zur tiefer gelegenen Seite der Insel absteigen. Wir haben hier unglaublich viele Lianen. Können wir nicht selber was basteln? Puh, ist das tief. Ein Sturz aus dieser Höhe wäre tödlich.
Tja, dann laufen wir zurück. Anscheinend kann man hier nicht groß was machen. Oder probier mal aus, den rüber zu schicken. Damit würde ich gar nichts erreichen. Doch wir könnten testen, ob die hält oder nicht. Nee, will er nicht. Na gut. Die Vögel, ne? Hier. Aber gut. Da geht's wieder runter. Hier sind so viele Lianen. Man könnte einfach mit der Glasscherbe was abmachen und dann sich so ein Sicherheitsseil vielleicht auch machen. Oder? Würde ich jetzt versuchen. Irgendwie muss man ja rüber. Aber man kann hier nichts anklicken. Man muss wieder runter. Puh. Von hier aus aufzusteigen war schon schwierig. Aber der Abstieg kommt mir noch schlimmer vor. Es mag sich verrückt anhören, aber ich springe lieber, als von hier aus den Abstieg zu dem umgestürzten Baum zu wagen. Jetzt los! Gottes Wille geschehe! Oh, Junge! Ah! Oh. Aua! Vielleicht war das Springen doch keine so gute Idee. Das muss wehgetan haben. Gut, und nun? Ein Glück, dass ich einen anderen Weg zum Vorsprung gefunden habe und nicht hinaufklettern musste. Dieser kleine Stein irritiert mich. Den hätte ich gern mitgenommen. Nein, danke. Ich ziehe einen anderen Weg vor. Dann sag mir doch, welchen anderen Weg du vorziehst. Wir können theoretisch auf den Vorsprung wieder drauf und dann dort rüber, ne? Jetzt sind wir wieder da. Das kann ich bestimmt noch zu irgendetwas gebrauchen. Jo. Und sei es nur, um beim Herumlaufen ständig darüber zu stolpern. Da war was. Guck noch mal in das Fach. In Ordnung. Mal sehen. Im Moment sehe ich nichts weiter, das mir nützlich sein könnte. Und nee. Ich hätte jetzt gedacht, wir haben ja uns das Tal angeschaut. Könnte man... Warte mal, mit dem Lemur hier. Es ist sicherer, wenn ich das kleine Monster mitnehme. Außerdem wird es mir allmählich sympathisch. Oh. Das wäre keine so gute Idee. Okay, dann gehen wir hier hin. Hier war nichts mehr. Ich bin jetzt voll paranoid immer. Ja, sicher ist sicher. Ich guck noch mal hier vorne. Nichts übersehen. Wieder da rein. Hier bei den Karten. Können wir die nicht mitnehmen? Die brauche ich nicht. Doch, aber dann könnten wir doch wenigstens sehen, wie es weitergeht. Die lasse ich lieber, wo sie ist. Die lasse ich lieber. Damit würde ich gar nichts erreichen. Das hat keinen Sinn. Die Idee gefällt mir nicht. Ansonsten hat sich da jetzt nicht viel getan. Wir haben nur den Lemur wieder. Geh wieder zurück. Raus. Diese Ecke haben wir uns noch nicht angeschaut, ne? Hecken hier. Damit würde ich gar nichts erreichen. Weil damit konnten wir nichts machen. Zu nah möchte ich nicht rangehen. Nee, will er nicht. Nein, in der Richtung... Will er nicht gehen? Können wir den Lemur hinschicken? Das würde ich ja gerne. Aber ich werde nicht zulassen, dass er sich weiter auf meine Kosten amüsiert. Na, dann gib mir irgendeinen Hinweis, Junge. Oder können wir den vielleicht... damit was machen? Damit würde ich gar nichts erreichen. Wir haben sonst nur noch die Lichtstrahlen. Können wir irgendwie... Damit würde ich gar nichts erreichen. Die Idee gefällt mir nicht. Können wir die Glasscherbe da? Das hat wenig Sinn. Oder die Schleuder? Damit würde ich gar nichts erreichen. Damit würde ich gar nichts erreichen. Tja, mir gehen wieder die Ideen aus. Damit würde ich gar nichts erreichen. Mir fällt nichts ein. Nee, warte mal. Zurück hier hin.
Das wäre keine so gute Idee. Ich werde nicht viel erreichen, wenn ich mich nur mit Wurfübungen beschäftige. Hm. Damit würde ich gar nichts erreichen. Okay, dann geh noch mal wieder hoch. Wie gesagt, die Vögel irritieren mich. So, kann ich nicht den... Damit würde ich... Mir fällt nichts ein. Damit komme ich nicht weiter. Das andere Ende ist viel zu weit weg. Aber könnte ich ihn nicht mit der Schleuder rüberschicken? Das hat keinen Sinn. Das wäre keine so gute Idee. Wir haben uns das ja angeschaut, ne? Damit würde ich gar nichts erreichen. Das hat wenig Sinn. Einverstanden. Okay, er schaut sich wirklich nur das andere Ende an, ne? Wie kommen wir über die Brücke? Keine Frage. Vom anderen Ende der Brücke aus kann ich zur tiefer gelegenen Seite der Insel absteigen. Also macht das ja Sinn, dass wir... Je länger ich sie betrachte, die hält ganz best... Nein, es scheint zwar der einzige... Das Leben ist kein Computer... Wie können wir das absichern? Wie könnte man das machen? Damit würde ich gar nichts erreichen. Mir fällt tatsächlich nichts ein, wie ich das Ding absichern könnte. Da unten ist es neblig. Ich kann den Boden nicht sehen. Nein, das wäre Wahnsinn. Auch mit einer erstklassigen Kletterausrüstung würde ich es nicht schaffen. Aber ein Lemur würde es doch schaffen, oder nicht? Damit würde ich gar nichts erreichen. Das hat keinen Sinn. Damit würde ich gar nichts erreichen. Er will halt auch nicht so... Mir fällt nichts ein. Das wäre keine so gute Idee. Das hat keinen Sinn. Das wäre keine so gute Idee. Tja, es fällt mir nichts ein. Das ist schwierig. Das wird tatsächlich schwierig. Okay, Leute. Ich werde dann an dieser Stelle erstmal einen Cut machen, weil ich komme tatsächlich nicht weiter. Ich frage mich die ganze Zeit, wie ich über diese Brücke komme. Und mir geht... Ich habe keine Ahnung. Aber ich bin schon froh, dass ich wenigstens ein kleines Stück weitergekommen bin. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich würde dann wie immer sagen, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.